Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit der Verabschiedung der Landesbauordnung in der letzten Legislatur hat Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu anderen Bundesländern, und schauen Sie sich wirklich mal die Bauordnung anderer Bundesländer an, mit die modernste Landesbauordnung bekommen. Und dass Sie das jetzt aufschieben wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Ministerin, das ist nichts anderes als das Gegenteil dessen, was Sie sonst so lauthals verkünden, nämlich Entfesselung. Sie fesseln und Sie verhindern Investitionen. Mindestens schieben Sie sie auf für die nächsten 2 Jahre. Es ist ja nicht nur das Moratorium, was die Investoren zum Nachdenken bringt. Es ist ja auch noch notwendig, dass anschließend die Kommunen, die derzeit im Übrigen dabei sind, entsprechende Verordnungen daraus auszuleiten und zu gestalten, noch anschließen müssen. Also wir reden hier insgesamt über 2 Jahre, wo Investitionen, notwendige Investitionen in Nordrhein-Westfalen verhindert werden. Insofern ein Fesselungs- und Investitionsverhinderungsgesetz, was Sie mit diesem Moratorium auf den Weg bringen. Und Sie sagen immer, nein, nein, das hat ja gar nichts zu tun und wir verhindern überhaupt nicht. Gucken Sie doch mal rein ins Wörterbuch, was Moratorium heißt. So ganz einfach. Morari heißt aufhalten, verzögern. Und genau das tun Sie. Sie verzögern notwendigen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen. So, und in der ganzen Diskussion hier, Herr Witzel, wird drumherum geschwiemelt, wo es eigentlich drum geht. Im Ausschuss im Übrigen waren die Kolleginnen und Kollegen und auch die Ministerin bzw. der Staatssekretär sehr viel offener. Es geht schlicht und einfach darum, die Möglichkeiten für Behinderte wieder beiseite zu schieben. Sie sollen sozusagen aus der Stadt rausgeschoben werden, weil Behinderte in ihren Augen Wohnungsbau verhindern. Das ist die These, die Sie aufgestellt haben. Deshalb brauchen Sie das Moratorium, weil Sie das nicht genau sagen wollen. Darum geht es. Und im Übrigen, Herr Hovenjürgen, wo Sie ja sonst immer vor sich hertragen, Beteiligung der Betroffenen. Wo sind denn hier die Betroffenen beteiligt worden? Es hat noch nicht mal eine Verbändeanhörung gegeben. Keine Verbändeanhörung zur Meinungsbildung der Landesregierung. Steht im Übrigen in der Geschäftsordnung der Landesregierung. Hat nicht stattgefunden. Keine Beteiligung der Betroffenen. Wie will denn die Landesregierung abwägen, ob das im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch der Behinderten ist, wenn noch nicht mal die Sozialverbände, die Kommunen angehört worden sind? Wann und wie soll das stattfinden? Mich würde im Übrigen auch die Meinung des Sozialministers an dieser Stelle interessieren. Auch davon hören wir überhaupt nichts, wo ja ansonsten die Frage der Inklusion und der Behinderung bei der Landesregierung, jedenfalls beim Sozialminister, bisher in der Vergangenheit gut aufgehoben war. Also, was sagt denn hier dazu der Sozialminister? Alles Fragen, die eigentlich und klar dafür sprechen, dieses Moratorium nicht zu machen. Deshalb lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Vielen Dank.